Du hast ein geniales Wissen, das du endlich in die Welt tragen willst. Du möchtest dir eine coole Community aufbauen mit Menschen, die dir wirklich am Herz liegen und die dir regelmäßig ein passives Einkommen bescheren. Willkommen beim Community Podcast mit Maike Hohenwarter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Community Podcast. Und diesmal möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum du auf jeden Fall auf Abos setzen solltest. Also Abos oder manche nennen es auch Memberships. Also auf jeden Fall etwas, wo Menschen dir eine kleine Summe zahlen, aber die dafür sehr lange, also Monat für Monat für Monat. Ja, und du bist wahrscheinlich ein Coach oder etwas Ähnliches und ich kann nur sagen, das mache ich ja auch schon ganz, ganz lang, also jetzt mehr als 2 Jahrzehnte. Und ich habe angefangen, wie die meisten angefangen haben, zumindest wenn sie schon vor Covid angefangen haben. Also ich habe einfach 1:1 Coachings gegeben. Und ich weiß, dass viele Coaches auch heute noch sagen, das ist die einzige Möglichkeit, 1:1. Also ich möchte meine Kunden sehen, ich möchte sie spüren. Und 1:1 prinzipiell ist ja gar nichts falsch. Was falsch ist an dem Modell, ist, dass die meisten Coaches eben das als ihr ganz normales tägliches Brot haben. Also, dass sie nur 1:1 Coachings haben, dass sie irgendwie eine Praxis haben oder im besten Falle das Ganze auf Zoom machen und dass sie Kunde nach Kunde haben. Und damit ihre Zeit natürlich einfach gegen Geld verkaufen. Und da fehlt einfach dieses Modell, dass du auch passives Einkommen einnimmst. Und passives Einkommen ist eben wirklich das Wichtige für dich, wenn du dir etwas aufbauen möchtest, wenn du Urlaub machen möchtest, wenn du Sicherheit haben möchtest. Und deswegen habe ich eben vor 12 Jahren für mich Online-Kurse entdeckt. Und ja, ein auf Online-Kurse steht bei mir überall drauf und das ist auch wirklich so. Und trotzdem gibt es eben heute, nach all den Jahren, wo es schon Online-Kurse gibt, eben spezielle Modelle, die noch besser laufen als reine klassische Online-Kurse. Und das sind eben Abos und vor allem Community-basierte Online-Kurs-Abos. Ja, also warum Online-Kurse, warum nicht Online-Kurse? Also Online-Kurse, das ist einfach deine Möglichkeit, wo du anfängst, passives Einkommen zu erwirtschaften, wo du skalierbar wirst. Also das heißt, du hast nicht jede Stunde einen Kunden und dieser Kunde gibt dir so und so viel Geld für deine Stunde, sondern du beginnst jetzt eben auch passives Einkommen zu erwirtschaften. Passives Einkommen ist deswegen so wichtig, weil du dann eben aufhörst, Stunde für Stunde Geld zu verdienen, sondern weil du einmal einen Kurs erstellst und den können so viele Leute kaufen, wie sie wollen. Also das heißt, ob 3 Leute oder 30 Leute oder 300 oder sogar 3000 Leute deinen Online-Kurs kaufen, das bringt natürlich dir viel mehr Geld, aber es bringt dir nicht mehr Arbeit und es bringt dir nicht mehr Kosten. Das hast du wahrscheinlich schon gehört, das hast du schon wahrscheinlich verstanden. Warum stehe ich heute nach 12 Jahren nicht mehr da und sage, mach auf jeden Fall einen Online-Kurs. Also ich sage überhaupt nichts gegen Online-Kurse. Ich mache immer wieder auch Online-Kurse. Aber wenn du jetzt gerade anfängst, dann ist das heute nicht mehr der einfachste Weg. Weil ein Online-Kurs, egal ob er 300 oder 3000 Euro kostet, der braucht wirklich gutes Launching. Es nutzt nichts, einfach einen Online-Kurs zu erstellen und zu sagen, hier ist der Online-Kurs und zu glauben, dass dann die Leute kommen. Weil das passiert nämlich nicht. Du musst gute Werbung machen. Du musst wissen, wie du dein Angebot stellst. Du musst wissen, wie du ein Event aus diesem Launch machst. Und das können viele Anfänger nicht. Und einfach dieses Selbstverständnis, dieses Mindset zu haben, schlagen, ich hau mal kräftig drauf und erzähle jedem, dass es diesen Kurs gibt. Das passiert eben oft nicht und dann bleibt dieser Kurs leider ein Ladenhüter. Ja, und deswegen habe ich schon lange gesagt, mach doch besser Abos, weil ein Abo, das kostet 29 Euro, 99 Euro, 79 Euro im Monat. Und wenn du das ohne Bindung machst, dann ist die Gefahr praktisch, also das Risiko für den Kunden einfach nicht sehr hoch. Und deswegen kann er schnell mal sagen, na, um 39 Euro schaue ich doch mal rein. Und wenn es nicht gut ist, dann habe ich halt ja nur 39 Euro verloren. Und wenn du es aber gut machst, dann bleiben die Leute ein Jahr und länger. Das kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen. Und dann hat natürlich so ein Abo einfach voll den Sinn. Also das heißt, das Abo bringt dir ein regelmäßiges Einkommen, ein Grundeinkommen, was einfach total wichtig ist und was ja die meisten Coaches ehrlich gesagt gar nicht haben. Und warum jetzt das Wort Community basiert? Du kannst natürlich ein reines Selbstlernkurs-Abo machen. Also das heißt, dass die Leute einfach von dir Wissen bekommen, meistens in Form von Videos und vielleicht jeden Monat, jede Woche neue Videos. Du kannst aber eben auch die Leute begleiten dabei. Egal, ob das jetzt ein Q&A ist oder ein Hot Seat oder eine Sprechstunde oder einfach ein monatliches Meeting in irgendeiner Form. In dem Moment, wo du die Leute begleitest, kannst du einfach mehr Geld verlangen und du kannst dir auch sicher sein, dass die Leute länger drinnen bleiben.
Und das ist genau das, worüber wir hier in diesem Podcast ganz ausführlich sprechen wollen. Was kannst du machen, damit die Leute länger drinnen bleiben? Was kannst du machen, damit die Leute wirklich vorankommen? Und wie schaut eigentlich so ein Community-basiertes Online-Kurs-Abo aus im Vergleich zu einem ganz normalen Online-Kurs, im Vergleich zu einem Selbstlern-Abo? Ja, und das ist wirklich die Zukunft, weil da brauchst du keine großen Launches machen, da bekommst du regelmäßig Geld, aber da begleitest du auch Leute wirklich zum Erfolg. Und weil du sie zum Erfolg begleitest, bleiben sie lange. Also wenn du das Interesse hast, so ein Community-basiertes Online-Kurs-Abo zu machen, dann kann ich dir nämlich noch einen anderen Vorteil nennen. 10% wollen immer mehr. Das heißt, 10% deiner Leute werden einfach sagen, hey, das ist so cool, dieses Abo, ich möchte noch mehr begleitet werden, von dir begleitet werden. Ja? Und dann kannst du ihnen weitere Angebote machen. Also das kann sein ein Mentoring-Programm, das kann ein Coaching sein, das kann ein wunderbares Retreat sein, so wie ich das hier gerade auf Ibiza habe. Das kann ein Jahresprogramm sein, das kann ein Multiplikatorenprogramm sein. Und wenn du solche tollen Sachen hast oder machen möchtest und du machst das einfach nur an Leute, die dich nicht kennen, an kalten Traffic, dann ist das schwierig, ihnen zu sagen, warum sie dir vierstellige Summen geben sollen. Wenn sie aber schon in deinem Abo drinnen sind, für kleines Geld, dich kennenlernen, deine Werte kennenlernen, wissen, wer du bist und dann einfach schon Vertrauen in dich gewonnen haben, dann ist es ein leichtes, ihnen zu sagen, hey, ich mache jetzt auf Ibiza ein wunderbares Retreat, kommst du mit? Oder hey, ich mache eine Multiplikatorenausbildung, ich mache ein Jahresprogramm. Das könnte auch was für dich sein. Die Leute haben schon das Vertrauen und deswegen kaufen sie viel leichter auch teurere Sachen, hochwertigere Sachen. Und das ist eben auch das Geniale an Abos und vor allem an Abos, wo sie dich kennenlernen, wo du dabei bist, wo du deine Community führst. Weil dann wissen sie, wer du bist, dann wissen sie schon, ob die Chemie passt, ob sie mit dir weitere Sachen machen wollen. Und dann brauchst du keinen hohen Marketingaufwand, um vierstellige Sachen zu verkaufen. Also wenn du mehr wissen willst, dann bleib dran. Du wirst noch viel erfahren hier im Community Podcast. Wir sehen uns. So, und wenn du jetzt sagst, eine Community, das ist genau das, was ich auch schon immer haben wollte, dann komm doch in meine Community-Formel. Das ist nämlich meine Community, wo ich dir zeige, wie du deine Community aufbaust. Und wenn dir dieser Schritt noch zu groß ist, dann komm doch gleich mal in mein kostenloses Online-Training und hör dir noch mehr darüber an, wie du deine Community aufbauen kannst. Wir sehen uns!